Hi Ismail, es ist Dienstag und ich habe heute mein Ersatzteil bekommen für die Velga. Und wie gesagt, das Teil war kaputt, also ich denke mal, hat sich verbogen oder die Rolle ist kaputt, eins von beiden. Ich habe jetzt ein komplettes genommen mit einem neuen Zahnrad und ja, das bauen wir nachher ein. Und heute noch, ja, heute soll es eigentlich am Spalter weitergehen. Mein Kollege hat auch die Teile fertig gemacht, also die sind jetzt da und ich denke mal morgen fange ich an. Ja, Strohpressen ist nicht geworden, weil ja, hat wieder geregnet und deswegen ist jetzt erstmal, müssen wir mal schauen, wie es weiter wird die nächsten Tage. Aber es ist erstmal schön, dass das Teil schon da ist, dann kann ich es nämlich schon gleich mal probieren. Heute zwar nicht mehr vielleicht, nur mal schauen. Gut, ich will erstmal gucken, was der Kleiner hat und ich melde mich dann nochmal, wenn ich dann einbaue. Ich habe jetzt ausgebaut wieder. Meine Lieblingsbeschäftigung mittlerweile. Das Teil immer ein- und auszubauen. Jetzt, also so sieht das neue Teil aus. Ich habe es gleich mit Rädchen besorgt. Und wie gesagt, ich denke mal, dass hier diese Rolle bei mir kaputt ist. Oder dass sich halt noch ein bisschen was verbogen hat. Zusätzlich. Gut, jetzt wollen wir erstmal das Ding hier rausmachen. Mal noch schauen, wie wir das hinkriegen. Super. Ich habe das schon so oft gemacht, das geht so kinderleicht. Und hier seht ihr vielleicht mal die Rolle. Ja gut, so schlimm sieht es eigentlich gar nicht aus, aber es geht halt nicht wirklich. Ich werde auch gleichzeitig das Teil hier tauschen. Weil das habe ich ja von meinen... Ist ja bei den neuen neu gewesen. Und das werde ich gleich mittauschen. Also so sieht das neue Teil aus. Und hier ist halt so eine Kerbe drin, die merkt man richtig. Draußen ist es. Das ist ja nur quasi so ein Ring und so ein Sicherungsstift zum Verdrehen. Sehr schön. Den bauen wir auch gleich hinein. So, da war wieder das alte Problem. Wie hat er der zu stehen? So muss er stehen. Also muss der so ran. So, das war auch der ganze Spuk. Bin mal gespannt. So, wenn ich heute noch Zeit habe, teste ich sie gleich mit. Weil Stroh ist ja da, ich muss nur einen Traktor dran hängen quasi. Aber ich will dann erstmal Steine holen. Hier in Ort verkauft nämlich oder verschenkt einer Rasengittersteine. Und ich möchte gerne den Weg rinder zu dem Garten, möchte ich hier gerne mit Rasengittersteinen machen. Und das sind auch über 40 Stück, 40, 50 Stück. Mal ein bisschen zu kämpfen. Na, hier vorne schon die Schaufel dran. Da war ich die quasi immer voll. Fast her. Genau. So, ich bin gerade mittendrin Steine zu fahren. Ich zeig's euch mal. Das sind die. Das sind quasi so DDR-Rasengittersteine mit Begrünung. Und das war so eine Einfahrt von den Herren. Ja, ich krieg halt immer 4 Stück rein. Und hat er echt schon zu kämpfen. Also ihr seht ja schon die Spuren hier. Also macht keinen Spaß für den Fan. Aber ich habe jetzt, was habe ich gesagt, 2, 4, 6, 7. Ich schätze mal 11 Fuhren werden es. Ich denke mal, eine mache ich noch und dann mache ich für heute Feierabend. Also guck mal auch schnell auf den Taro. Ach, na gut, ich kann nur noch ein bisschen mehr machen. Mal schauen, wie lang ich mache. Wie gesagt, 45 Stück müssen es sein. Also sind es eigentlich 11 Uhr, 12 ungefähr. Mal schauen. Es ist Mittwoch und ich habe jetzt meine ganzen Steine zu Hause. Das sind jetzt 57 Stück, 14 mal gefahren.
immer 4 Stück mit Eimer. Und habe ich gestern vergessen, die sind 90 x 60 x 8 und sind ungefähr über 30 Quadratmeter. Also ich komme mit, wenn ich jetzt quasi 2 Spuren lege, immer die 90 lang, 60 breit, komme ich auf 25 Meter. Genau, müsste reichen für das Stückchen. Und den Rest mache ich quasi mit den neueren Steinen. Gut, was habe ich jetzt vor? Ich habe schon die Presse dran, Zapfel ist dran, der Knoter, den habe ich gestern gewechselt. Und genau, jetzt machen wir einen Probelauf. Muss ich nur mal sehen, dass ich die alten Stecker rauskriege. Genau. Und dann kann das auch schon losgehen. So. So, würde ich sagen, Probelauf 2 startet. Will ich gleich mal gucken, wie sehr das hier hinten schwingt. Und ja, wurde mir schon gesagt, dass die Ketten hier dran bleiben sollen, weil das dann kaputt gehen kann. Kann ich mir jetzt zwar nicht so ganz vorstellen, weil ja die Kette jetzt quasi einen längeren Hebel hat als den kurzen hier. Aber na gut. Ich muss jetzt nur mal schauen, dass ich hier nochmal ein Stück weg mache. Also den Spanner lasse ich eh dran. Da kann man wenigstens ein bisschen die Neigung einstellen. Also der bleibt auf jeden Fall. Mitmachen tut er. Der drüben macht auch mit. Am Anfang wollte er nicht so. So, also was macht er? Der macht, aber es ist ziemlich lose hier. Der hat er nicht gemacht. Hier hat er gemacht. So, also ich glaube, das war das letzte Bündel, wo er geknotet hat. So, hier, das war der Anfang. Das ist alles andere, bloß kein Knoten. Hier fehlt der Knoten. Ne, er ist gemacht, bloß er hat zu spät. Ne, ist rausgezogen. Und ist rausgezogen. Und hier wollte er auch nicht. Also, ich mache jetzt mal ein bisschen lockerer. Nicht locker, nicht lose. Also, der ist jetzt gerade in Ausbildung. Der wird jetzt quasi runtergezogen. Und hier fehlt irgendwie ein Faden. Der hält ihn fest, aber so richtig. Da fehlt irgendwie ein Ende Faden. So, ein Expertentipp von mir, der kein Experte ist. Wenn du schon was einbaut, dann schraubt alle Teile fest. Das Ding ist hier total lose. Da brauche ich mich nicht wundern, warum hier nichts passiert. Also immer schön darauf achten, dass ihr alle Schrauben festzieht, dass das nicht so passiert wie bei mir. Ja, ist das peinlich. So, seht her. Der erste Ballen seit einem Jahr oder seit über einem Jahr, den die Presse gemacht hat. Und er ist schön stabil. Also Knoten sind zwar jetzt nicht so schön, die sind, ich glaube, an der Grenze. Ziemlich kurz gebunden, seht ihr? Das eine Ende ist ziemlich kurz. Das ist gut so. Ich denke mal, das die von den Schleifen her, das dürfte auch in Ordnung sein. Und hier keine Schleife, seht ihr? Keine Schleife, kurzes Ende, langes Ende. Aber ich sag mal, es hält, der Knoten hält. Und ja, der erste Ballen seit langem. Gucken wir uns den nächsten an. So, auch wieder sehr kurze Schleife auf der linken Seite. An meinem Problemknoter auch sehr kurzes Ende. Schleife ist in Ordnung. Und ein langes Ende. Das
geht aber auch, weil das ist fest. Kann man gleich wieder vorne reinschmeißen. Ups, nee, aufgegangen. Ist aufgegangen, heißt, dass der Knoten, dass hier eine Bremse, also die eine Feder nicht zu. Die muss gespannt werden. Okay, gucken wir uns den nächsten an. Hier ist gar kein Knoten. Hier drüben. Schleife in Ordnung. Langes, fasriges Ende. Das andere, wo ist das andere Ende? Oh, sehr kurz. Sehr kurzes Ende. So, hier auch wieder sehr kurzes Ende. Gut, das ist Einstellungssache. Aber der Knoten an sich sieht sehr gut aus. Hier auch wieder kurzes Ende, kurze Schleife, langes Ende. Gar kein Knoten. Ach ne, hier aufgegangen. Okay, das ist Einstellungssache. Alles eine Einstellungssache. Aber über die zwei bin ich schon sehr happy. Also ich komme dahin, wo ich hin will. Das ist sehr schön. Seit über eineinhalb Jahren bastle ich an den Ding rum. Top, gut. Ich schmeiß die zwei jetzt nochmal vorne rein. Ich mache jetzt nochmal zwei, drei Bündel, guck. Und hole euch dann wieder, wenn ich dann wieder ein richtiges Volkserlebnis habe. Die nächsten zwei Bündel habe ich gemacht. Und jetzt wie bei der Glas, einer Knoten offen, dann wieder zu. Aber ich muss sagen, der Knoter hier, mein neuer Knoter, einwandfrei. Jetzt jeder Knoten zu. Nur das eine Ende ist sehr kurz. Also es kann jetzt bei hoher Belastung, obwohl, wenn ich jetzt hier derb dran ziehe, geht nichts auf. Also top. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Knoter. Hundertprozentig. Da mache ich jetzt nichts mehr dran. Wie gesagt, ein Ende ist immer sehr kurz, aber er hält. Müsste jetzt nur mal gucken, was man da machen muss. Okay, aber hier Sorgenkind, neues Sorgenkind. Jetzt habe ich quasi einen gebunden, einen ungebunden, einen gebunden, ungebunden. Der hat gar nichts gemacht hier. Hier ist ein Knoten entstanden, aber wie ihr seht, sehr kurze Schleife. Die Enden sind eins sehr lang, eins ist top. Und hier wieder ungebunden, komplett. Und hier wieder, was hat er hier gemacht? Ja, sehr kurze Schleife und wieder ein sehr langes Ende. Also gucke ich jetzt nochmal, was das ist. Und ja, ich denke mal, ich bin auf einem sehr guten Weg. Auf einem sehr, sehr guten Weg, das Ding endlich zum Laufen zu kriegen. Und wenn wir jetzt demnächst noch Stroh pressen, top, dann kann ich eigentlich sagen, ist das Ding so einsatzbereit, dass ich es guten Gewissens verkaufen kann. Auch wenn die anderen sagen, ich soll sie behalten, weil es eine Hochdruckpresse ist. Aber sie ist mir echt zu groß. Ja, also auf jeden Fall so einen Teil will ich mir für die Glas auch noch bauen oder besorgen. Das ist doch beim Aufladen sehr entspannt. Ich muss natürlich schauen, dass ich einen passenden Hänger dafür bekomme. Der Knoten ist nicht geknotet, weil Schraube E zu lose ist. Damit ist diese Feder hier, die C und D, ist so lose. Und da habe ich jetzt die gespannt und jetzt mal schauen, ob es hinhaut. Nochmal Thema Ballenzähler. Also funktionieren tut er hundertprozentig. Ich habe jetzt schon 45 Ballen gemacht. Ja, stimmt nicht ganz. Ein bisschen rumgegackelt habe ich auch. Jetzt weiß ich auch endlich, wie ich den zurückstellen kann. Dazu muss ich mir einen Schlüssel besorgen, dann kann ich den zurückstellen. Ich sag mal, das ist ein Lohnunternehmer-Zählwerk, wo quasi wirklich jemand aktiv einen Schlüssel braucht. Den besorge ich mir noch. Der kostet 7 Euro, habe ich gesehen. Den hole ich mir noch. Und für die andere Presse muss ich noch hier diesen Finger besorgen, weil den habe ich ja selber gebaut. Und einfach ein Stück Bautenzug genommen. Aber bei der anderen fehlt das Teil hier. Und deswegen, die gibt es komplett zu kaufen. Und da besorge ich mir einen. Ich muss jetzt nur das Maß wissen. Ich habe jetzt den Pressdruck noch mal ein bisschen runtergenommen, dass ich ein paar lockere, nicht so schwere Bündel kriege. Habe es jetzt auch ziemlich kurz gestellt. So, also der hundertprozentig immer noch. Aber der hier,
macht mir jetzt langsam Sorgen, weil die Schleife immer kürzer werden. Ich habe jetzt quasi die jetzt nochmal gespannt und hinten die spanne ich jetzt auch nochmal. Da es aber ziemlich spät ist und mein Akku gleich leer ist, würde ich sagen, mache ich für das Video Schluss. Und wenn es dann ans Pressen geht, mache ich das quasi auf dem Feld. Stelle ich das alles nochmal ein, probiere es dann, weil dann habe ich ein bisschen mehr Stroh zur Verfügung, muss nicht immer vor und zurück. Das Stroh wird nämlich auch immer kürzer. Deswegen würde ich hier jetzt Schluss machen. Und ja, Sonntag seht ihr dann einen Holzspalter, wenn ich dazu komme. Ich hoffe, die Teile sind alle fertig. Jo, also sie läuft, Mission geglückt, Reparatur ist geglückt und ja, jetzt das nächste Sorgenkind. Wie soll es auch anders sein? Aber das kriegt man auch noch hin. Ich habe jetzt lange genug durchgehalten. Also ich denke mal, das ärgert mich jetzt nicht mehr. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann am Sonntag, wenn ihr mögt, zum Holzspalterbau. Und bis dahin, macht's gut.